Wer sein Raspberry Pi mit einer Festplatte ausstatten will, sollte einen Blick auf die P-Drives von Western Digital werfen. Die Sets bestehen aus einer Festplatte, einem Splitterkabel, einer Micro-SD-Karte und einer kurzen Anleitung. Die Festplatte wird per USB am Raspberry Pi angeschlossen. Mit dem Kabel kann auch der Pi mit Strom versorgt werden. Auf diese Weise reicht ein Netzteil für die Versorgung der Festplatte und des Pi. Auf der SD-Karte ist bereits Noobs aufgespielt. Wird der Pi gestartet, erscheint ein Installationsmenü. Mehrere Betriebssysteme können gleichzeitig auf der Festplatte installiert werden. Die Dauer der Installation hängt vor allem von der Geschwindigkeit der Internetanbindung ab. Nach der Installation wird die SD-Karte nur benutzt, um ein Bootmenü anzuzeigen. Das gewählte Betriebssystem wird von der Festplatte gestartet. Bei einem Geschwindigkeitsvergleich zwischen Festplatte, einer SD-Karte und einem USB-Stick erweist sich die Festplatte als Sieger. Sie benötigt zum Schreiben und Lesen von Dateien die wenigste Zeit. Zum Preis von 30 bis 60 Euro sind die P-Drive-Sets von Western Digital ihr Geld wert.